Wenn du deinen gestrigen Tag anschaust, deine letzte Woche, Monat oder das Jahr, nun, hast du dann all das gemacht, was du wirklich wolltest oder ist vieles liegen geblieben? Nun, wenn vieles liegen geblieben ist, dann bist du heute hier richtig, wie du dich richtig nachhaltig selber motivierst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des Instituts für Gründung, Finanzierung und Geschäftsentwicklung. Nun, wir helfen jedes Jahr viele Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, aber sich auch selbst zu führen, sich selbst zu motivieren, und nicht alle haben das gelernt. Und deshalb zeige ich dir heute das größte Problem, also der Hauptgrund, weshalb du nicht das machst, was du willst, und vor allen Dingen auch, wie du dich schützen kannst, was du ändern musst. Wir schauen uns einfach mal hier diesen Mensch an, der heißt Anton, und Anton hat eine sogenannte innere Welt, die ist hier drin enthalten, und da steht so drin, was er sich wünscht, was er weiß, was er glaubt, wie die Welt aufgebaut ist. Er hat dann eine Landkarte gemacht von seiner Welt und für ihn hat er auch entschieden, was für ihn gut ist und was für ihn schlecht ist. Das Rote ist also jetzt mal Minus, was er nicht will, und das Grüne ist Plus, das steht dafür, was er will. Welche Herausforderung hat nun Anton? Nun, Anton hat neben seiner inneren Welt, hat er noch eine äußere Welt. Und diese äußere Welt, nun, die hat Ansprüche. Es gibt hier also zum Beispiel das Finanzamt und das will von Anton eine Steuererklärung. Nun, dann gibt es natürlich den Steuerberater, der will die Belege haben. Dann gibt es die Eltern, die wollen also, dass Anton vorbeikommt zum Essen. Nun, und dann gibt es also noch einen Rechtsanwalt, der auf Antons Webseite was gefunden hat, was nicht rauf soll. Nun, dann gibt es die Nachbarn. Die Nachbarn wollen also, dass er ein bisschen ruhiger oder lauter ist oder dass er auch mal sauber macht. Ja, und dann ist dann die Kfz-Versicherung, die wir für Anton belegt. Und dann gibt es hier noch Freunde und dann gibt es einen Verein. Und alle wollen was von Anton. Und alle tun eins, sie drängen, sie machen Druck. Und die große Gefahr ist, dass viele Menschen neigen dazu, diesem Druck nachzugeben, um das Wesentliche zu unterlassen, was sie zu ihren eigenen Zielen führt, nämlich die Handlung, die sie selbst sich so wünschen, um ihre Ziele zu erreichen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du jeden Tag einen Konkurrenzdruck hast, aus dem inneren Druck, aus dem inneren Bedürfnis und dem, was andere Menschen von dir wollen. Und das Motivationssystem, nun, das funktioniert relativ leicht, relativ einfach, wie so eine Waage, die ich oben dargestellt habe. Und wenn der äußere Druck, der überwiegt, der äußere Druck, als stärker ist als der innere Druck, dann wird die Waage zugunsten des äußeren Drucks ausschlagen. Und was für einen Menschen haben wir da? Nun, ein Mensch, der immer das macht, was andere von einem wollen. Du kannst dir also gut vorstellen, was passiert mit deiner Liste deiner tollen Geschäftsideen. Was passiert mit dem Vorhaben, ein toller, fitter Mensch zu werden, gesund, trainiert, leistungsstark. Du kannst dir vorstellen, was mit deinen Beziehungen passiert. Du kannst dir vorstellen, was mit der Verwirklichung deiner kreativen Träume passiert. Dein Buch, was du schreiben willst, das Buch, was du kombinieren willst. Für dich ist also wichtig, hier in die Balance zu kommen zwischen innerem Druck und äußerem Druck. Nun, was kannst du einfach machen? Entscheidend ist, dass du dir zunächst mal Zeiträume schaffst, dass du dir Freiräume schaffst, wo du sagst, diese Freiräume, diese Kapazitäten sind nur für deine persönlichen Dinge, für deine persönlichen Ziele. Wie setzt du das um? Nun, das ist relativ simpel. Du nimmst dir deinen Wochenplan, ich mache den hier oben mal rein, und du stellst sicher, dass es bestimmte Kapazitäten, zum Beispiel Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 21 Uhr und den Samstag gibt, wo du nur die Dinge machst, die in deinem inneren System dir wichtig sind, wo äußere Dringlichkeiten, wo andere Menschen anliegen, nicht rein dürfen. Es ist also hier wichtig, dass du zu unterscheiden lernst, was ist wichtig in deinem Leben. Meistens das, was hier in deiner inneren Welt da stattfindet, das ist also wichtig. Und wo geht es lediglich um Dringlichkeiten, also Dringen von Drängen, wo andere Menschen Druck machen. Erst wenn du das schaffst zu unterscheiden mental, vielleicht machst du dir eine Liste, wo du all deine Aktivitäten der letzten 3 Wochen, der letzten 3 Tage aufschreibst oder einfach nur von heute und überlegst, was ist dringend, wo wollen andere was von dir und was führt dich zu deinem Ziel. Erst wenn du das bewusst unterteilen kannst, erst wenn du deine Ressourcen, deine Kapazitäten, am Anfang deine Zeit, später dein Geld, nächstens dein Team, wenn du das beschützt einsetzen kannst zu deinen inneren Wichtigkeiten und die äußeren Dringlichkeiten immer weiter abnehmen oder du delegieren kannst, nun, dann wirst du auch weiter deinen Zielen nachkommen. Ansonsten wird deine Motivation von Druck geprägt sein, und Druck heißt Englisch auch Stress. Du lebst also ein stressiges Leben, was dich niemals zu deinen Zielen führen wird. Albert Einstein hat gesagt, wenn du das Gleiche, was du zum Beispiel gelernt hast von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinem Umfeld, wenn du das Gleiche immer wieder tust,
dann ist es Wahnsinn zu erwarten, dass du andere Ergebnisse hast. Für dich beginnt also heute ein Tag des Umdenkens, ein Tag des Prüfens. Prüfe deine Gedanken, prüfe auf dem Papier deine Tagesplanung, prüfe die Aufgaben, die du erledigst und vielleicht auch die Menschen, mit denen du unterwegs bist, ob die Druck auf dich ausüben oder ob die dich unterstützen bei den Wichtigkeiten in deinem Leben, die du für dich selbst festlegst. Nun, sicherlich solltest du aufpassen, dass du nicht deine gesamte Familie und Freunde alle rausschmeißt oder mit dem Staat dich vergraulst, obwohl du ja ein wichtiger Bestandteil dieser Gesellschaft bist. Also achte darauf, dass du den Ökologie-Check machst und dir deiner Verantwortlichkeiten auch bewusst wirst. Denn Steuern wirst du genauso zahlen, wie du auch Menschen brauchst, die dich unterstützen in privaten Krisenreaktionen oder beim Umzug. Solltest du nun Hilfe haben wollen oder professionellen Expertenrat suchen, nun haben wir über 30 Berater und Coaches, die dir helfen können. Dein Ziel, dein Projekt, deine Aufgaben, dein Zeitmanagement und natürlich deine Selbstmotivation und Kommunikation mit dir selbst zu optimieren. Nutze einfach unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch, abonniere unseren Kanal und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.